Nächster Redner ist Dr. Frank Steffel, CDU-CSU-Fraktion. Vielen Dank, Frau Präsidentin. Meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Frau Karawanski, Sie haben Ihre Rede begonnen, Sie haben das ja sehr charmant vorgetragen, Ihre Rede begonnen mit dem Beispiel Medikamente. Und das klingt sicherlich für die Zuhörer alles sehr überzeugend und man sagt, warum machen wir es nicht so einfach? Dann sollten Sie nur fairerweise darauf hinweisen, dass es auch bei Medikamenten erstens einen Beipackzettel gibt und dass zweitens die Nebenwirkungen draufstehen. Und nur weil ein Medikament mit größerer oder kleinerer Wahrscheinlichkeit möglicherweise Nebenwirkungen hat, wird es natürlich nicht verboten. Wenn wir alle Medikamente verbieten würden, die Nebenwirkungen haben könnten, dann gäbe es in Deutschland keine Medikamente. Und genau das ist die Situation. Melden Sie sich doch, wenn Sie, ich stehe Ihnen gern zur Verfügung, melden Sie sich, wenn Sie mit mir diskutieren wollen und lassen Sie mich mein Argument vortragen, Sie haben Ihre vorgetragen. Und wenn Sie das bei Finanzprodukten machen, wäre genau das Gleiche. Sie können natürlich sagen, wir verbieten alle Finanzprodukte, die Nebenwirkungen haben. Nur, meine Damen und Herren, Zuhörerinnen und Zuhörer, Sie müssen wissen, das betrifft eben nicht nur hochspekulative, von uns allen als dubios und unseriös eingeschätzte Produkte, sondern es betrifft eben natürlich auch den Öko-Bauernhof um die Ecke. Das betrifft das Sozialprojekt, das Kulturprojekt, den Sportverein, der ein paar tausend Euro fürs neue Vereinsheim sammelt. Das müssten wir dann alles, weil es Risiken hat, weil es Nebenwirkungen hat, natürlich auch verbieten. Und Sie erwecken zweitens den Eindruck, und das ist schon erstaunlich, dass diese Bundesregierung und auch die davor seit dem Ausbruch der globalen Finanzkrise nicht unendlich viel für die Stabilisierung der Finanzmärkte und insbesondere übrigens für den Anlegerschutz getan hätte. Und ich gebe Ihnen trotzdem recht, ich sage das sehr klar, natürlich ist dieser Markt hochdynamisch und natürlich müssen wir alle immer wieder aufpassen, dass wir schnell genug sind bei Regulierung, bei Nachjustierung, beim Schutz von Bürgerinnen und Bürgern, die ihr Geld anlegen wollen, weil die Industrie, die Finanzindustrie außergewöhnlich kreativ ist. Und deswegen arbeiten wir alle mit Hochdruck daran, immer rechtzeitig wieder Regelungen zu finden und nachzujustieren und übrigens aufzuklären, aufzuklären, aufzuklären. Und meine Damen und Herren, dieser Deutsche Bundestag hat aus diesem Grunde gerade im Finanzbereich so viele Gesetze beschlossen wie, glaube ich, selten zu einem Thema in der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland. Wir haben seit 2007 Gesetzeslücken geschlossen. Wir haben Transparenz zu Vermögensanlagen mit unglaublichem Aufwand nachjustiert und erhöht. Wir haben zur Stabilisierung der Finanzmärkte und zum Schutz der Anleger sehr, sehr viel getan. Wir haben 40 Maßnahmen auf nationaler und übrigens insbesondere auf europäischer Ebene zur dauerhaften Stabilisierung der Finanzmärkte ergriffen. Diverse Gesetze. Wir haben die Bankenunion beschlossen. Das heißt, wir haben eine europäische Bankenaufsicht, denn wir haben lernen müssen in der Krise, es nutzt uns gar nichts, wenn wir Deutschen es perfekt machen. Wenn Lehman Brothers in Amerika Probleme kriegt, dann wackelt auch der deutsche Finanzsektor mit allen Konsequenzen für den deutschen Anleger. Wir haben die europäische Einlagensicherung und den europäischen Bankenabwicklungsmechanismus auf den Weg gebracht. Und wir haben die Bankenaufsicht für alle Banken Europas bei der EZB angesiedelt. Übrigens sagen uns alle, die damit zu tun haben, das klappt hervorragend. Viele von uns hatten ja die Sorge, das wird nicht vernünftig funktionieren. Nein, selbst die Bundesbank sagt uns, es klappt mindestens so gut wie bei uns in Deutschland. Also sollten wir auch das heute mal erwähnen und stolz darauf sein, was dieser Deutsche Bundestag gerade in diesem Bereich beschlossen hat. Ich möchte Sie erinnern an das Kleinanlegerschutzgesetz. Wir haben vor wenigen Monaten ein Kleinanlegerschutzgesetz beschlossen. Wir haben hier den Verbraucherschutz zu einem weiteren Aufsichtsziel unserer BaFin erklärt. Wir haben den Vertrieb von problematischen Produkten dramatisch eingeschränkt. Wir verbieten irreführende Werbung. Denn das war ja ein Teil der Probleme. Man hat den Menschen Sicherheit mit hoher Rendite angekündigt, die es natürlich nicht geben kann. Wenn Sie 15% Zinsen erwarten, dann haben Sie ein hohes Risiko. Das ist das kleine Einmaleins der Marktwirtschaft. Es wird nur jemand 15% bezahlen, weil er für 3% eben niemanden findet. Und damit ist das Risiko naturgemäß höher, als wenn man eben nur 2, 3 oder 4% bekommt. Wir haben die Beschränkung oder das Verbot durch die BaFin bereits am Beginn einer Vermarktung ermöglicht. Das heißt, die BaFin kann genau das, was Sie fordern, problematische Produkte daran hindern, überhaupt erst auf den Markt in der Bundesrepublik Deutschland zu kommen. Wir haben Vertrieb an Anlegergruppen eingeschränkt und haben gesagt, bestimmte Produkte dürfen nur an Menschen vertrieben werden, die von dem Produkt auch etwas verstehen. Im Übrigen, meine Damen und Herren, dieser Satz gilt immer.
Und ich sage das gerade und besonders gerne hier im Deutschen Bundestag, wenn hoffentlich ein paar Menschen zuschauen und zuhören. Kaufe kein Produkt, das du nicht verstehst. Das ist einfach der Hinweis an jeden Menschen, der Geld anlegen möchte. Kaufe nur Produkte, die du verstehst. Damit hätten wir einen Großteil der Probleme übrigens schon gelöst. Das Kleinanlegerschutzgesetz hat darüber hinaus übrigens eine Mindestlaufzeit eingeführt, weil kurze Laufzeiten ein großes Problem waren. Es hat ein Kündigungsrecht eingeräumt. Heute kann man, wenn man ein Finanzprodukt kauft, wie bei anderen Produkten auch, in einer gewissen Frist sagen, hey, ich habe mich geirrt, ich habe mich schlau machen lassen, ich trete vom Kaufvertrag zurück. Das war früher nicht so. Das, was für viele andere Produkte galt, galt für Finanzprodukte nicht. Auch das hat diese Koalition eingeführt. Und wir haben übrigens bei diesem Gesetz und die Kolleginnen und Kollegen, die damit befasst waren, so wie ich, werden das bestätigen können, gelernt, wie heterogen auch unser kleiner Finanzmarkt ist. Ich habe über 60 Zuschriften zwischen der ersten und zweiten Lesung damals bekommen von kleinen Unternehmen, von Sozialprojekten, von Kulturprojekten, von Bürgerinitiativen, die gesagt haben, hey, wir sammeln Geld ein, aber wir führen nichts Böses im Schilde. Achtet darauf, dass ihr unsere Arbeit nicht durch gesetzliche Regelung unmöglich macht. Und wir haben deshalb an vielen Stellen in der Beratung hier im Bundestag das Gesetz nachjustiert und gesagt, wir wollen, dass auch das Sozialprojekt 50.000 Euro einsammeln kann. Wir wollen, dass ein Wohnprojekt von Mieterinnen und Mietern auch ermöglicht, dass die ihr Haus kaufen. Und natürlich gibt es da ein Risiko. Es gibt bei jeder Finanzanlage ein Risiko. Immer gibt es ein Risiko, wenn man Geld hat und das Geld irgendwo hinpackt und damit Geld verdienen will. Das ist ein Naturgesetz einer Marktwirtschaft und darüber müssen wir aufklären. Und im Übrigen, es gibt nicht gute und schlechte Finanzprodukte, wie Sie das den Menschen versuchen einzurichten. Nein, das Finanzprodukt, Herr Schick, richtet sich natürlich am Ziel und am Anlegerkreis aus. Wenn Sie für sich entscheiden, von Ihrem üppigen Einkommen hier im Deutschen Bundestag 1.000 Euro in ein hochriskantes Geschäft zu stecken, weil Sie die Hoffnung haben, aus den 1.000 Euro werden 100.000 Euro, dann ist das Ihre freie Entscheidung. Wenn ein anderer entscheidet, er packt die 1.000 Euro in ein ganz vermeintlich ganz sicheres Produkt und kriegt nur 0,2% Zinsen, weil er bescheidener ist als Sie, dann ist das seine ganz persönliche Entscheidung. Und diese Entscheidung soll auch jeder Deutsche treffen können. Das wollen wir. Er muss nur wissen, wofür er sich entscheidet. Er muss wissen, welches Produkt er kauft. Und deswegen haben wir gesagt, klare Aufklärung, Warnhinweise, große Warnhinweise, Einschränkung der Vertriebswege, Werbung nicht mehr irreführend. Es gibt es in vielen anderen Bereichen des Lebens übrigens auch. Nur hier sind die Auswirkungen besonders elementar. Deswegen hat der Staat eingegriffen. Und wir werden weitere Gesetze beschließen. Ich will das abschließend noch erwähnen. Wir machen gerade das zweite Finanzmarktnovellierungsgesetz. Hier werden wir natürlich wieder hingucken. Wo müssen wir nachjustieren? An welchen Stellen müssen wir den Entwicklungen folgen, die der Markt in den letzten Monaten oder Jahren gegangen ist? Meine Damen und Herren, Ihre Forderung nach einem Finanz-TÜV hört sich super an. Und ich sage noch mal, Sie haben das lustig vorgetragen. Kompliment an Ihren Redenschreiber. Sie haben den Menschen das Gefühl gegeben, man kann bei Finanzprodukten in gute und schlechte Produkte, in sichere und unsichere Produkte unterscheiden. Meine Damen und Herren, so einfach ist die Welt nicht. Es wird immer unterschiedliche Finanzprodukte geben. Und selbst die vermeintlich sichere Aktie der Deutschen Bank hat gerade in diesem Jahr bewiesen, dass es Risiken gibt. Und keiner weiß, wo der Kurs morgen steht. Denn wenn wir es wüssten oder einer von uns wüssten, dann säßen wir alle nicht hier, sondern würden das Geld anlegen und morgen unser Leben in der Sonne verbringen. Insofern werden wir damit leben müssen, dass es Unsicherheiten gibt. Ein TÜV gaukelt Sicherheit vor, die es nicht gibt. Man kann Produkte nicht in grüne und rote Ampel unterscheiden. Ich komme zurück zum Medikament. Sie können nicht Medikamente verbieten, nur weil einer von 1.000 möglicherweise Nebenwirkungen hatte, die wir alle nicht wollen. Das gehört auch bei Finanzprodukten dazu. Wir wollen Aufklärung. Wir wollen Sicherheit der Verbraucher. Wir wollen, dass die Menschen sich bewusst für etwas entscheiden. Und deswegen werden wir weiter regulieren, aber nicht populistisch und einfach, so wie Sie sich mit Ihrem sozialistischen Weltbild die Welt vorstellen. So ist sie nicht. Vielen Dank. Das hat jetzt die Frau Karawanski dazu bewegt, eine Kurzintervention zu beantragen. Bitte schön, Frau Kollegin. Ja, Herr Steffel, erstmal.